Namaskaram, Sadhguru. Ich möchte dich fragen, dass ich sehe, weißt du, wenn du arbeitest und so viel für alle tust, ich möchte wissen, warum du oder andere Leute, die ich kenne, die, du weißt, schon dringend auf der Welt gebraucht werden, warum bekommen sie so viel Widerstand? Warum ist diese Gruppe von Menschen und ein bedeutender, und ich verstehe, ob es du bist oder, wie ich schon sagte, Menschen, die immer gemein waren und am Ende denken, dass sie es brauchen. Und ein bedeutender Teil deiner Energien geht dahin, diese Bedenken oder Zweifel zu verdeutlichen oder anzusprechen, und auf diese Weise leidet das, was du vorhast, noch viel mehr, besonders für die Leute, die keinen Zweifel daran haben. Du weißt schon, wofür du hier bist und was sie von dir bekommen können. Warum gibt es also diese große, sehr starke Gruppe von Menschen, die sich permanent in Opposition befindet? Hör nicht auf den Lärm, den sie auf Twitter machen. Dass sie so viel Lärm in Twitter machen, bedeutet, es ist ein kleines Vögelchen, weißt du? Weil sie keinerlei Spuren auf dem Boden hinterlassen, haben sie keine Bedeutung. Alles, was sie haben, dass sie in Vollzeit in sozialen Medien unterwegs sind, besonders auf Twitter. Hier haben wir den Vögeln das Zwitschern überlassen, weil sie müssen zwitschern. Wir sollten sie also nicht überbewerten. Aber gleichzeitig, können wir sie ignorieren? Nein. Denn du musst wissen, Gautama wurde dreimal vergiftet. Das letzte Mal tötete ihn. Das dritte Mal tötete ihn. Nun, du weißt, Jesus wurde gekreuzigt. Du weißt, eine Mansur wurde gesteinigt. Du weißt, ein Sokrates wurde vergiftet. Das ist die Geschichte der Menschheit. Zumindest twittern sie nur gegen uns. Das bedeutet nämlich, dass sie nicht so mächtig sind wie die Feinde von früher. Sie sind auf viele Arten entschärft worden. Sie können nur Unsinn und Obszönitäten über jemanden schreiben. Weil mir der Kamm nicht angeschwollen ist, als mich jemand lobte, schrumpfe ich nicht, wenn mich jemand beschimpft. Es macht keinen Unterschied. Gleichzeitig, ich glaube, die Organisation ist wegen dieser Leute wachsam und beweglich geworden. Viele würden sonst schlafwandeln. Jetzt sind alle aufmerksam. Schau dir an, wie das Virus jetzt jeden super aufmerksam und bewusst gemacht hat, bei allem, was man tut. Genauso, auch diese Art von Virus, auch das ist eine Art von Virus. Sie wollen nur viral gehen. Denn sie tun nichts von Bedeutung in ihrem Leben. Ihre einzige Freude besteht darin, für ein paar Minuten am Tag, an dem sie irgendwo viral gingen, über etwas zu lachen, weil sie etwas Schockierendes oder Obszönes oder eine vollkommene Lüge erzählt hatten, was die Leute schockierte und es ging viral. Das spielt keine Rolle. Ich sage nur, dass wir heute zum ersten Mal in der Geschichte der Menschheit Werkzeuge haben, mit denen wir die gesamte menschliche Bevölkerung erreichen können. Stell dir vor, wenn ein Gautama Buddha kam, oder sogar wenn Adiyogi kam, zu wie vielen Menschen konnten sie sprechen? Sie gingen von Dorf zu Dorf, von Dorf zu Dorf, von Dorf zu Dorf, um mit 5 oder 10 Menschen zu sprechen. Mehr nicht. Das sage ich dir. Ich war im Sabarmati Ashram von Mahatma Gandhi.
und war immer so fasziniert von diesem Salz-Satyagraha. Weißt du, was für eine brillante Idee. Nur Salz, nur eine Handvoll Salz aufzuheben, veränderte die gesamte nationale Bewegung in eine bestimmte Richtung, was zu verschiedenen Entwicklungen führte, die heute Geschichte sind. Im Ashram fragte ich sie, wie viele Leute marschierten mit ihm. Obwohl ich in diesem Land lebe und einigermaßen mit der Geschichte vertraut bin, trotzdem wusste ich nichts. Ich dachte, Tausende von Menschen müssten mit ihm gegangen sein. Als ich sie fragte, sagten sie, 72 Leute marschierten mit ihm. Kannst du das glauben? 72 Leute. Mit 72 Menschen endete er den Verlauf des indischen Freiheitskampfes. 72 Menschen. Wir haben Millionen von Menschen. Wir können die Lebensweise der Menschheit verändern. Dies ist also das allererste Mal. Viele große Persönlichkeiten kamen, aber sie waren enorm eingeschränkt, ohne jegliche Technologie, um mit der Welt zu sprechen. Sie mussten physisch von Ort zu Ort gehen. Wer sie auch sind, sie mögen heute im Bewusstsein der Menschen groß sein. Das hat sich über Jahrhunderte oder Jahrtausende entwickelt. Während ihrer Zeit waren sich die meisten Menschen jener Zeit, die auf diesem Planeten lebten, nicht einmal bewusst, dass solche Menschen existierten. Als Adiyogi wandelte, glaubst du, jemand wusste das? Solch ein großartiges Wesen? Als ein Krishna dort oben in Uttar Pradesh Krieg führte, glaubst du, dass die Südinder überhaupt davon wussten? Als Gautama Buddha wandelte, glaubst du, irgendjemand wusste davon? Viel später, als ein Jesus da war, glaubst du, dass irgendjemand in Amerika oder Südamerika oder Australien, überall gibt es heute Kirchen, davon wusste? Kaum 12 Leute. Richtig? Und einer von ihnen ist ausgeflippt. So gesehen können wir uns nicht beklagen. Es geht uns zu gut. Noch nie zuvor war es so gut. Hallo? Noch nie zuvor war es so gut. Was beschweren wir uns über ein paar wenige? Sie haben keine Arbeit. Also sind sie sind selbstständig im Beleidigen tätig. Das ist okay. Aber sie belassen es nicht nur beim Beleidigen. Sie versuchen, dort zu treffen, wo es am meisten wehtut. Nicht mich. Mich können sie nicht verletzen. Sie werden die Arbeit an verschiedenen Stellen beschädigen. Aber es ist okay. Ich denke, wenn ihr weiter Gas gebt, fallen solche Dinge weg. Wir müssen einfach nur weiter Gas geben, weiter. Wenn unser Engagement, menschliches Wohlergehen zu schaffen, dem wir uns verschrieben haben, wenn wir in unserem Engagement stark bleiben, werden diese Dinge nicht nur wegfallen, sie werden morgen sogar hier sein. Ich sage dir, in Tamil Nadu, Ende der 90er Jahre, begannen bestimmte Teile der Medien, die Kampagnen gegen uns zu starten. Unser Kampf begann, weil sie versuchten, einige Dinge zu stoppen, die in den Wäldern geschahen. Der Grund, warum wir immer beschuldigt werden, den Wald zu beschädigen, ist, weil diejenigen, die jagen, die wildern, die Sandelholzbäume fällen, wir uns bemühten, sie zu stoppen. Also wandten sie sich gegen uns und sagten, diese Leute fällen einfach die Wälder. Und selbst heute haftet es noch. Vielleicht glaubt immer noch ein kleiner Prozentsatz der Bevölkerung, dass wir es getan haben könnten. Sie kommentieren immer wieder hier und da und sie sagen, oh, er hat alle Wälder gefällt, jetzt pflanzt er Bäume. Weil wir sie aufgehalten haben, weil sie einen ungehinderten Zugang hatten. Als wir kamen und uns hier niederließen, wurden wir zu einem großen, wunden Punkt für sie. Wir waren der große Störfaktor, denn dies war die einzige Straße, die ihnen zur Verfügung stand, um in den Dschungel zu gehen und das zu tun, was auch immer sie taten. Sie können also kein Wild essen, sie können kein Büffelfleisch essen, sie können nicht jagen, sie können nicht wildern. Das alles fehlt ihnen. Und natürlich das Sandelholz und
Diejenigen, die dort oben Bäume roden und Marihuana anbauen, das alles haben wir gestoppt. Deshalb heißt es 25 Jahre später immer noch, wir hätten Tausende von Hektar Wald zerstört. Nun, frage jeden Forstbeamten, der in diesem Gebiet arbeitet, geht es dem Wald besser wegen uns oder schlechter? Du kannst einfach jeden fragen. Und du kannst jeden Dorfbewohner hier draußen fragen. Menschen, die hier schon lange genug leben, wissen, dass alles durch uns sicher und geschützt ist. Deshalb reden sie auch immer wieder davon. Alles, was du einem Menschen vorwerfen kannst, was ein Mensch tun kann und was nicht, das werfen sie ihm vor. Gegenwärtig versuchen sie auch, meine Zitate und meine Vorträge und alles zu kommentieren, wie dumm ich sei. Und das ist gut. Das ist ein guter Blickwinkel, den Sie eingenommen haben. Ich bin sehr froh über diesen Blickwinkel. Denn einige von Ihnen schreiben, er sei ein Trottel, ein Schwachkopf. Das ist gut für mich. Sehr gut für mich, denn du verstehst nicht, warum. Denn es hat etwas Spezielles. Es ist gut. Diese Anschuldigungen über den Wald und das Töten von Elefanten, all das haben Sie gestoppt, weil es nichts bringt. Alle Regierungsbehörden haben die Informationen herausgegeben, also wissen Sie, dass Sie das nicht weiterhin sagen können. Jetzt hören Sie damit auf und reden darüber, wie dumm und töricht ich bin. Das ist gute Werbung für mich. Das ist sehr gut. Gleichzeitig sollten wir also nicht, du weißt schon, wie ein Virus. Ein Virus ist in Ordnung. Wir wollen nicht, dass es in unsere Nasenlöcher gelangt. Also müssen wir sie ein wenig fernhalten. Wir sollten immer darauf achten. Es gibt kein Problem, aber wir sollten uns darum kümmern. Dafür wird eine gewisse Menge an Energie und Zeit aufgewendet, leider. Aber was soll man machen? So ist es, wenn man in der Welt lebt. Es gab einen großen Weisen von Kanada namens Basava, der sagte, das heißt, du baust dir ein Haus im Wald und dann hast du Angst vor wilden Tieren. Was bist du für einer? Du baust dir ein Haus auf dem Marktplatz und hast Angst vor Geräuschen. Was ist los mit dir? Du willst in einer Stadt leben und hast Angst vor den Kommentaren anderer Leute. Was bist du also? Weißt du, das ist zu erwarten. Zumindest musst du das schätzen. All diese Leute, die Kommentare machen und wie dumm wir sind, sie hören uns eifrig zu. Eines Tages wird es sie verwandeln. Sie hören also zu, das ist schön. Sie lesen jedes meiner Zitate und versuchen herauszufinden, was an meinem Zitat falsch ist. Jeden Vortrag wollen sie kommentieren. Ich vertraue darauf, dass es sie eines Tages wird es sie, sicher verwandeln. Wenn es dich verwandeln konnte. Oh, oh, oh. Wir sollten in weiteren 15 Minuten schließen, weil Divya-Darshanam stattfindet. Bitte. Namaskaram, Sadhguru. Wo bist du? Ich habe mich für das Inner Engineering-Programm als freiwilliger Helfer gemeldet und wir haben uns auf deinen Besuch in Mumbai gefreut. Aber leider ist es verschoben worden. Neben mir und anderen Volunteers sind es vor allem die Teilnehmer, die das bedauern. Gibt es also irgendeine Nachricht für sie, bis wir uns für das Programm treffen? Oh, die Botschaft ist, wie ich dir bereits sagte, dass du das fehlende Glied sein musst. Sei nicht der Überträger. Bis dann. Wir werden kommen. Wir werden sowieso nach Mumbai kommen. All die Orte, die wir festgelegt und versprochen hatten, werden wir auf jeden Fall nachholen. Nun, was wir in 4-5 Monaten tun wollten, werden wir wahrscheinlich in 2-3 Monaten tun müssen, aber wir werden es tun. Wir werden diese Verpflichtung einhalten, vorbehaltlich der Verfügbarkeit von Hallen und allem anderen. Aber bis dahin, wenn du ein super hungriger Suchender bist, du bist bereits online durch das Inner Engineering gegangen, bitte lade die App herunter und dort gibt es Isha Kriya. Fange mit Isha Kriya an. Es wird eine fantastische Vorbereitung für das Shambhavi sein. Wir kommen zu euch.